Ich bin da und der Peter hat gesagt, ich soll ein Video machen, wenn ich da bin. Ich bin eigentlich immer da. Manchmal halt woanders. Jetzt bin ich im Wald. Ein Uhr nachts, glaube ich, schätze ich, vielleicht so. Vielleicht auch schon 1:30, 10:50, keine Ahnung, irgendwie. Es ist dunkel. Uhrzeit ist dunkel. Wetter ist nass. Und ich liege hier in so einem geil gebauten Biwak, was ich aber nicht selber gebaut habe. Ne? Ich mache ja gerade mal wieder den Kuckuck. Schönen Dank an den, der hier gebaut hat. Das ist schon geil. Leider ist das Dach nicht so dicht, wie ich dachte. Deswegen muss ich ein paar von den schönen warmen Kuscheldecken, mit denen ich mich einkuscheln wollte, musste ich oben aufs Dach legen. Die jetzt so durchgatschen. Der Schnee geht jetzt gerade so in Regen über. Und direkt über meinem Kopf ist ein Loch, immer noch. Aber das macht nichts, ich habe ja eine Kapuze. Ja. Ich könnte jetzt was erzählen, ne? Aber ich habe gar keine Lust, was zu erzählen. Oh, guck mal, wie schön der Dampf hier so in der, im Lampenlicht, so mein. Voll die Nebelmaschine, wenn ich spreche. Boah. Kann ich eigentlich noch Kringel blasen? Warte mal. Heute nicht. Ja. Ja, was soll ich erzählen, ne? Sieht man ja eigentlich alles so, ne? Also, ihr seht nicht mehr als ich gerade. Ach, wisst ihr was? Ich nehme noch ein Stück rum erstmal und dann. Guck mal. Ah ne, das ist Malzbier. Schlossmalz ist das. Hier, Schlossmalz, Peter. Ne? Das ist eigentlich dein Hausbier. Du wohnst doch im Schloss. Gibt's bei Netto. Ey, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ne? Das Ding war mal voll, als ich losgegangen war. Aber Rum ist gut, weil der macht warm. Und ganz wichtig, man muss regelmäßig alle Stunden einen Schluck trinken, ne? Sonst schläft man ein, glaubt man ist warm, kühlt aus und ist tot. Deswegen muss man, wenn man einmal anfängt, wenn es kalt ist, jede Stunde einen Schluck rumtrinken. Ist logisch, ne? Malzbier wieder, weil das ist ein 56er, ne? Oh, der geht auf den Markt. Ich mische mir das im Magen. Einfacher als vorher.
Ich glaube, ich bin morgen sowas von durchgegatscht, ne? Ich habe ja eben schon ein paar Stunden am Feuer gesessen und mir so richtig schön einen Pack Braten gemacht. Weißt du, mit diesen Packs, diesen Polyacryl-Dingern, Bums, also quasi ein Kassler, geil schwarz gegrillt auf dem Feuer. Voll krebserregt, aber was juckt mich, ob der Krebs erregt ist, ne? Ich werde wahrscheinlich sowieso vorher krepieren, bevor ich Krebs dann vom Grillen kriege. Da habe ich schon ein paar andere. Das heißt ja was? Ich spiele mal ein kaltes Lied hier. Für Peter. Ich muss erst rülpsen. Das kommt gerade nicht, weil ich so komisch krumm liege. Also, das Lied heißt Die nasse Nacht und ach, ich muss mal wieder was über den Kopf ziehen hier. Das Loch. Hugo, liegst du bequem? Na ja. Thank you.
Ach so, ihr seid ja auch noch da. Ja, ich war gerade da weg. Wobei, wenn man weg ist, ist man ja eigentlich am meisten da. Das ist ja irgendwie das Krasse, ne? Irgendwie schon lustig, ne? Dass ich hier gerade mit der Kamera reden kann und ihr seid alle da drin. Obwohl ihr jetzt noch gar nicht da seid. Weil ihr guckt das ja erst viel später. Das ist quasi, das Objektiv ist quasi mein Loch in die Zukunft. Und ihr seid alle im Loch. Das ist Baumstumpf-Philosophie par excellence. Ich dachte nur, wenn's kommt, dann kommt's. Aber so weit von, ne? Ich finde, wir sollten alle jetzt ganz still sein und einfach mal dem Regen zuhören. Einen Schluck rumtrinken. Ja, ja, ja. Ja, Peter, ich glaube, das war's auch jetzt erstmal. Oh, Deutschland übertreiben. Man kann es übertreiben und das ist das Schöne. Ich habe ein Haar in der Fresse. Ich bin ja sowieso voll hier. Überall Haare, ne? Überall fliegen bei mir Haare rum. Ich bin halt der Charmharnist. Charmharnismus. Voll das Liebesnest hier, ne? Dummerweise, wenn ich hier drin liege, passt kein anderer mehr rein. Weiß, was hier schon getrieben wurde. Vielleicht ist das dafür ja gebaut.
komm, ich mach jetzt aus. Ich wünsche euch was. Eine gute Nacht. Ich hau mich. Oh, schau mal hin hier. Ich tüdel noch ein bisschen ohne Licht rum. Auf meinen Flöten. Übrigens, eben wollte ich auf der einen eine Kiowa-Flöte spielen. Das ging überhaupt nicht. Die war voll verschneit. Da war voll der Schnee drin. Weil ich steckte die ja immer so oben in meinen Rucksack. Da gucken die oben raus. Ne? Und dann ist die ganze Zeit Schnee reingefallen. Und dann kam, und ich wundere mich, warum kein Ton mehr rauskommt. Ja. Also ich wollte es ausmachen. Rankommen hier. Ja, ich komme ran und mach aus. Ciao. Guten Morgen. Es ist kurz nach 3 Uhr. Ich war gerade pissen. Und das war nicht einfach. Denn ich wusste so gar nicht genau, wann ich fertig war mit Pissen. Weil es überall um mich herum tröpfelte. Und rauschte. Und so. Und es war dunkel. Darum wartete ich einen Moment, nachdem ich dachte, ich sei fertig mit Pissen. Und ich glaube, ich war es dann auch. Es war auch nicht einfach. Denn als erstes trage ich heute ein T-Shirt. Und über dem T-Shirt trage ich eine Jogginghose. Diese Jogginghose ist zu lang für mich. Aber dafür hervorragend bequem auch am Arsch. Das heißt, ich trage diese Jogginghose am Bund über dem Bauch zusammengeschnürt. Über dem T-Shirt. Über der Jogginghose trage ich eine andere Hose. Die ist ein wenig eng, auch am Popo, und hat einen Gürtel. Darüber trage ich ein Hemd. Also so ein Hemd halt. So ein jackenartiges Hemd. Über diesem jackenartigen Hemd trage ich einen mit einem Reißverschluss verschlossenen, ich glaube, man nennt das Windbreaker. Über diesem mit einem Reißverschluss verschlossenen Windbreaker trage ich einen langen, langen Pullover. Über diesem langen, langen Pullover trage ich meine Regenjacke. Ich muss also, um zu pinkeln, meine Regenjacke öffnen, unter den langen, langen Pullover greifen, den Windbreaker öffnen, mittels des Reißverschlusses das Hemd herhochziehen, um dann auf Höhe meiner Brust den Bund der Jogginghose öffnen zu können, die ich dann herunterlasse, die aber dann gebremst ist durch meine andere Hose mit dem Gürtel, die ich ja noch darüber trage, die ich dann auch öffnen und herablassen muss. Und dann die Jogginghose darüber lassen, was natürlich einen gewissen Wulst verursacht, auf den ich aufpassen muss, da selbst nicht zu pinkeln, was nicht so einfach ist, wenn es dunkel ist und es sowieso überall rauscht. Und man gar nicht weiß, was irgendwo. Aber der Schnee, es ist noch etwas Schnee draußen und der gibt dort einen Anhaltspunkt, wo die Tropfen aufkommen und das ist sehr, sehr gut im Moment. Ja. Mir ist kalt und es ist nass und ich werde jetzt Tee trinken. Tee. Es ist so nass von oben und von unten. Ich bin so glitschig, ich bin so nass. Oh, da ist ein... Jetzt seid ihr alle abgestürzt. Ihr seid alle abgestürzt. Ich hab überlebt. Machen wir denn jetzt hier? Ist denn meine Brille auch abgestürzt? Ich glaube, meine Brille ist auch abgestürzt. Scheiße. Naja, doch noch keinen Tee trinken. Ich muss erstmal meine Tee dazu machen. Guck mal, da sollte eigentlich meine Brille liegen. Da liegt sie nicht. Wo liegt sie denn? Es ist alles nicht so einfach.
alles nicht so einfach, weil man es manchmal doppelt nimmt. Bist du schon wieder abgestürzt? Ach, egal. So, Brille muss hier in den Bus. Fummel, Brille, genau. Hier. So. Ich hab sie. Ich bin wieder abgestürzt. Ihr stürzt dauernd ab. Ich weiß nicht, warum ihr abstürzt. Ich saufe rum und ihr stürzt ab. Ha. Aber jetzt trinke ich Tee. Ohne Rum. Ich trinke Tee ohne Rum. Oh, der ist ein bisschen heiß. Ich glaube, den muss ich doch mit Rum verdünnen. Jetzt trinke ich Tee mit Rum. Ah, der kommt auch viel besser. Ich würde mich am liebsten damit einreiben. Aber dafür habe ich nicht genug. Glaube ich. Wohl. Eigentlich macht es auch nichts aus. Ich bin ja eh klatschnass. Ach nee, komm. Was man saufen kann, soll man saufen. Ah, jetzt hat er schon wieder abgestürzt. Ihr seid aber... Boah, ihr seid sowas von sturzbesoffen, ne? Dass ihr dauernd abstürzt. Ich nicht, ich spiele ein Lied. Boah, ist die Flöte nass. Ne? Zum Glück ist das meine Plastikwaldruhe hier. Nix geht nur. Thank you.
ich trinke jetzt noch einen Tee. Ne? Aber mit. Ihr seid schon wieder abgestürzt. Seitlich trinken ist blöd, weil dann läuft es immer an der Seite, sappert man so runter. Dann so. Ich wollte es nur sagen, falls es mal einer ausprobieren soll. Also man will, also muss man nicht machen. Seitlich trinken, immer gerade trinken, so. Dann läuft zwar auch runter, aber über den Bart gerade, im rechten Winkel. Nicht so aus dem Mundwinkel. Wenn es aus dem Mundwinkel rausläuft, fühlt man sich immer so ein bisschen wie soll ich sagen, so anders begabt. Besser ist, es läuft rechtwinklig runter. Ne, dann ist man hier auch in der Chakrenlinie. Das ist wichtig. Noch einen Haufen Schnee in der Hütte, ne? Ja. Kann man Eis essen. Waldeis. Auch ein hervorragender Geschmack. Ausgewogen. Nicht zu salzig, nicht zu süß. Nicht zu sauer, nicht zu scharf. Sehr frisch. Auch im Abgang. Ja, kann man nur empfehlen, aber ich schmeiß es trotzdem weg hier. So. Es ist 4:45. Am Morgen und es ist so glitschig, 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 und das ist gar nicht mal der Regen, der mich so nass macht, das ist der Schnee, der im Geäst über mir taut und auf mich tröpfelt und ich bin so durchflutscht, ich bin durchflutscht, ich bin durchflutscht. Und ich glaube, das mit dem Durchnässtsein, das kriege ich noch besser hin.